Okay, weiter geht's. Boah, wie ich so keine Lust habe auf die Missionen. Die eine Mission mit Saladin ist kacke. Wo wir ihn suchen müssen. Wieso ein Junge einen Erwachsenen suchen muss, verstehe ich auch nicht, aber naja. Nur unfähig ist, zurückzukommen. Okay, komm. Ja, ich weiß, noch zwei Missionen. Wie viele Schatzen sind da? Acht, okay. Und keine Abzeichen, also... er wird vermisst. Das finde ich hier. Ein erwachsener Mann, der hat sich im Schloss verlaufen. Oder in dieser Welt da. Geht klar. Okay, Saladin, wo bist du? Ja, das fragt sich auch jeder. Ich weiß, wo er am Ende sein wird. Hier, und wird hier stehen. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Okay, jetzt da. Geh mal durch das Tor hier. Ob die Gegner scheiße ich, weil... Die bringen eigentlich nichts, weil ich ja Saladin suchen muss und ich mache das, was mir befohlen wurde. Und hier rein. Die zwei Shots tun. Achso, sechs meine ich. Eiswürfel? Nee. Wir haben das schon geklärt. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Also sind alle zufrieden. Aber wenn du unbedingt kämpfen willst, kein Problem. Papa hat genügend Schwerter und Geduld für dich. Wieso bist du jetzt ausgerechnet hier? Er ist in letzter Zeit nicht mehr als er selbst. Was wohl passiert ist? Ihr solltet die anderen fragen, was sie glauben. Ja, frag doch mal. Das Biest verhält sich seltsam. Woher habe ich bloß das Gefühl, dass Saladin etwas damit zu tun hat? Ja, er war ja so richtig interessiert an der Rose. Du kannst mich mal so doll spielen. Keine Truhen. Aber ich will da hoch. Da ist bestimmt irgendwas. Aber erstmal hier rumgucken. Truhen. Okay. Und Leute, wenn ihr irgendwie Kämpfe sehen wollt, also ob ihr, wenn ihr wollt, dass ich hier kämpfe, überlegt euch das zweimal, weil es kann länger dauern. Und das bringt euch nichts, für, weil ihr spielt jetzt da nicht, ich spiele das einzige ja das, nur ihr seht jetzt nur die Story. Ich wusste es doch da oben, dass da oben irgendwie eine Truhe sein müsste. Wieso ausgerüstet, egal. Und Truhe geholt. Und fliegen wir mal weg. Ich gehe erstmal da hoch. Oh, storytechnisch. Oh, die zwei treffen sich. Der Herr ist nicht ganz auf der Höhe. Lumiere. Weißt du weshalb? Nein, keine Ahnung. Da fällt mir ein, Madame Portine meint etwas von einem Fremden im Schloss. Ein Fremder, sagst du? Ja, ein Mann im schwarzen Mantel mit schwarzen Haaren. Und du vermutest, er hat unseren Herrn verärgert? Das würde niemand wagen. Aber die Möglichkeit besteht. Wir sollten uns im Schloss mal nach ihm umsehen. Der ist irgendwie behindert. Ihr, als ein Kätzchen an der Uhr, wollen einen Kerl in schwarzen Mantel und schwarzen Haaren verfolgen und töten. Okay, bekämpfen. Los, Leute, setzt euren Wetteinsatz mal ein. Da hört sich da nach Saladin an. Ich glaube, ich werde die Wette gewinnen, dann.
Er könnte noch irgendwo sein. Ich sollte weitersuchen. Ja, solltest du. Aber ich suche jetzt nach Truhen. Und wo die beiden jetzt hingegangen sind, keine Ahnung. Mir ist es auch jetzt egal. Saldin, du kleines Arschloch, was du hast du mit dem Biest gemacht? Ach, ihr könnt euer Leben da unten chillen, ich gehe jetzt einfach weg. Glaubst du, ich gehe einfach hier durch? Weil ich im Endeffekt sowieso da oben wieder runterkomme. Ich muss den jetzt besiegen, um weiterzukommen. Nein, muss ich nicht. Ja, dann werde ich das auch nicht, wenn das jetzt nicht zwingend ist. Was bringt mir das dann? Hallo, was bringt mir das dann, ihn zu bekämpfen? Ein Pfefferling bringt mir... Raus, raus. Ja, ihr habt gesehen. Er ist ein verdammtes Arschloch. Das nicht nett ist. So ein verficktes Arschloch. Kann sich irgendwie in der Luft halten und dann mich angreifen. Okay, was kommt jetzt? Ach, ich höre. Hab's gerade gelesen. Brabbelbach oder wie die heißen. Gegen dieses Monster greife ich nicht, also der hier im Keller ist. Nee. Ich habe besseres zu tun, als diesen Wichser anzugreifen. Und die Hunde lasse ich auch einfach in Ruhe. Wenn ich das nur könnte. Hatten die nicht irgendwie eine Schwäche für Feuer oder so? Ja, das war das. Ich muss die töten, obwohl ich die Hunde mag, aber Hunde mag, muss ich die töten, um weiterzukommen. Ich höre das Telefon. Ich glaube, ihr auch. Saldin schien besonders interessiert an dem Biest zu sein. Vielleicht ist er hier drin. Okay, das Biest ist schon drin, aber wo ist Saldin? Nein, das glaube ich nicht. Er muss gelogen haben. Hat er halt den Kontakt mit ihm aufgenommen? Wer soll mich verraten? Er sagt, sie würde mir alles nehmen. Das ist unmöglich. Ich vertraue ihr. Okay, warum rückst du dich dann auf? Wer ist er? Saldin? Könnte sein. Hört sich an, als hätte Saldin Kontakt aufgenommen. Dann ist er vielleicht noch irgendwo im Schloss. Nee, er ist nicht im Schloss. Er ist nicht im Schloss, das weiß ich. Ich weiß, wo er ist. Und deswegen werde ich auch nicht extra nach ihm jetzt suchen gehen. Er ist da draußen. Müsste jetzt sein. Da sag ich doch. Saldin. Altes Haus. Roxas, was machst du hier?
bist von deiner letzten Mission nicht zurückgekehrt. Ich wollte dich abholen. Sorry, dass ich schnell weggedrückt habe. Wie aufdringlich. Was hat dich hier so lange aufgehalten? Ich treffe nur ein paar Vorbereitungen. Die für Kingdom Hearts, man sieht. Vorbereitung wofür? Für Kingdom Hearts 2. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Bald wird es hier nichts richtig interessant. Hat er deshalb Kontakt zum Beast aufgenommen? Eine Schande, dass du so viel Zeit vergeudet hast. Wir kehren unverzüglich zurück. Eigentlich nicht. Okay. Ich habe ja nichts Besonderes hier gemacht. Ja, geh rein. Hallo? Anstatt ihnen zu folgen? Ach, okay. Jetzt kommt die letzte Mission. Oha, Urikalgum habe ich 3 Stück. Kann ich mir das Ultima... Ich hoffe mal, bitte, 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 ich will jetzt Ultima haben. Schmieden. Ja, ist schön, dass ich Folge habe, aber ich will... Okay, mir fehlt jeweils 2, 1... Risiko. Okay, ich brauche noch wenig, dann habe ich das. Bald habe ich das, bald habe ich das, bald habe ich das. Das ist so gut, ich habe das bald. Speichern. Ich will mit Ultima Waffen, den Endboss mit Ultima Waffe besiegen. Aber bevor ich jetzt zum Endboss gehe, zeige ich euch noch die ganzen Nebenmissionen, die es hier gibt. Sammle Herzen. Ja, und sammle Herzen. Ein guter Rat. Nimm dich vor diesen Aufgabe ein paar süßliche Zaubersprüche mit. Nimm dich auch vor... Ja, okay. Oh, Combo. Okay, gut. Die brauche ich, ja. Es gibt 4 Schatztruhen. Feldfreigeber, danke. Okay, ich muss Herzen sammeln. Das geht dann schnell. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Okay, da ist die Rosane. Ich muss nur in den Ultima, also in den, wie heißt das, in den Spezialattackenmodus? Ja, ich musste sehr viel aufpassen. What the fuck? Welchen Gegner gibt es denn hier? Okay, das gibt dann sehr viele Gegner. Weil unten die Leiste, ihr seht es. Das dauert noch lange, bis ich die voll bekommen habe. Scheiße, Mann. Du heilige Scheiße. Muss so ein schwacher Gegner so viel LP haben? Der kann ja gar nichts.
Okay, hier ist das Schlüsselschwert effektiv. Okay, komm. Komm jetzt. So geschafft. Ach du heilige Scheiße, wie lange das dauern wird, bis ich alles hier habe. Das wird eine Ewigkeit dauern. Kann ich jetzt schon ahnen. Wenn ich nicht mal die gelbe fertig bekommen habe, wie lange dauert das? Ja, aber ich mache trotzdem alles hier komplett. Ich will ja den Erfolgsbonus haben, deswegen muss ich das jetzt machen. Runentyp, ja, geht doch. Gibt's auch Gegner? Anscheinend nicht. Okay, da gehe ich raus. Ach, komm. Kann sein, dass er irgendwie schneller geworden ist. Das kommt mir echt so vor. Er trifft mich irgendwie nicht, der Unfähige. Ja, jetzt hat er mich getroffen. Komm, komm, komm. Keine Herzen. Dieser Otte. Ich kann den Herzen von ihm bekommen. Egal, ich habe ja alle Shots drum. Okay, das Feld, wo ich alle töten muss, ist nicht so groß. Wusste ich doch. Ich glaube, ich habe jetzt alles hier. Egal, kein Problem. Es bleibt ja alles das, was ich gemacht habe. Aber hier bekomme ich die ganze Ersthälfte voll.
sehen wir mal, ob das jetzt mit Limitwisser viel schneller schaffe. Ja, das geht viel, viel schneller. Genau ein kleines Stückchen. Okay. Ich kann jetzt zurückgehen, aber nee. Wenn ich schon dabei bin, kann ich ja gleich alles töten. Das wäre erstmal jetzt also nachdem ich wiederbelebt wurde jetzt haben die wieder ihr ganzes Leben. Das ist beschissen, ne? An dem hier. Okay, komm. Jetzt kommt das rosane Mistvieh hier. Diese eine Mission dauert zu lange hier. Okay, jetzt fehlt mir noch ein bisschen. Bei Tea Party ist bestimmt einer. Oder gleich hier ist alles vorbei, kann das auch sein. Wie man das jetzt aufregt. Schön. Das will ich da immer sehen. Kann ich gleich alles wiederholen. Okay, komm. Fortsetzen. Vielleicht ist das der letzte Gegner.
Früher. Ich bin irgendwie viel schwerer in Erinnerung. Ich glaube, es liegt eher an den Level-Ups, die ich jetzt bisher bekommen habe. Aber du kannst auch irgendwas anderes machen, außer mit deinem Schwanz zu wedeln. Ja, wenn ich jetzt ganz halt sowas mache, das ist simpel. Hier gibt es die Karte. Okay, komm. Hab ich jetzt alle? Okay, mir fehlen noch ein paar. Kann ich da hoch? Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Die müssen irgendwo auch noch hier sein. Wo ist das da? Und hier? Okay, komm. Der letzte, oder? Da vorne. Geschafft. Hat hier lang genug gedauert. Naja, die letzte Mission. Nein, es gibt noch mehrere Missionen. Ich meine jetzt allgemein die Mission jetzt vorbei. Ich brauche das Ultima-Schwert. Ich will unbedingt das Ultima-Schwert haben. Ich weiß nicht, ob das gut war. Aber wenigstens will ich das haben. Ja. Du bist echt alleine hier unter den ganzen Organisationsmitgliedern. Yay! Und so. Yay, noch 6 Tage, Sonnenuntergang. Ja, ich spiele heute das Spiel durch. Ich
mach alles kaputt. Was wäre jetzt das Richtige? Rico wüsste es. Are you? Riku. Sora's friend. Sora? You know Sora? Yeah. Thank you. You saved me, but I don't know why you did. I guess I just felt like it. Riku, please. Tell me more about Sora and that girl he's always with. You mean Kairi. Kairi. That's right. She's the one who looked so much like me. To Sora, she's someone very special. It's just, I remember things about the two of them. But I'm nothing more than a puppet. Something that somebody created. So why would I have their memories? Do you know where Sora is now? That secret stays with me. What's that? Shion. Your memories. They really belong to Sora. So you mean I'm like a part of him? When his memories were scattered, some of them found their way inside you. Now, Sora has been put to sleep so that we can piece together his memory. Except, you can't, because part of it is inside of me. That means he can't wake up. Yeah. You got it. But if you go with me to Sora right now, we could give the memories inside you back to him. So, do you hate me for taking your friend away from you? Nah. I guess I'm just sad. I'm sorry. But I can't go with you. It's my friends. They need me. And I need them too. Maybe you should take some time and think about it. Figure out who really needs you more, and where you belong. How will I know where I belong? Truly. I'm not sure I can promise you I'll come up with the right answer. Well, the answer you come up with can't just be right for you. It has to be one that works best for everybody. You and your friends and everyone else. I'll try. Thank you, Riku.